Hallo liebe Motofans, herzlich willkommen zu diesem ganz besonderen Unboxing-Video, wo wir heute zusammen den exklusiven Sunman von Mattel Creations auspacken wollen. Er ist endlich hier angekommen, hat ja auch lange gedauert, gab auch ein paar Schwierigkeiten auf dem Weg von Mattel Creations zu uns. Zum einen gab es ja diese Mail, über die wir in den News ja auch schon berichtet haben. Man sollte unbedingt seine Versandadresse bestätigen, weil sonst würde man keinen Sunman bekommen. Man hat damit also quasi seine Bestellung nochmal bestätigt. Ganz komisch war das. Ja, und leider musste ich feststellen, dass bei zwei bestellten Sunman, war ja die Höchstmenge, die man bestellen konnte, dass nur einer angekommen ist. Gut, es wurde auch nur einer berechnet, aber in der Bestellung sind zwei und zum anderen steht auch auf dem Lieferschein zwei. Also irgendwas ist da nicht so ganz richtig gegangen, aber ich habe mich mit Mattel schon in Verbindung gesetzt und das kriegen wir bestimmt auch noch geklärt. Ja, das ist er. Den regulären haben wir ja hier in Deutschland auch schon im Einzelhandel. Ganz besonders bei Rossmann war er zu finden. Und ich habe ihn jetzt nochmal hier hervorgekramt, damit wir ihn hier vergleichen können. Und ja, insoweit auch, dass ich wollte Sunman jetzt nicht komplett auspacken. Deswegen muss diese Figur dann entsprechend herhalten. Ja, aber schauen wir uns die Verpackung mal genauer an. Also der Mailer an sich sieht ja schon wirklich super aus. Wir haben auf der Front hier Sunman mit herunterhängenden Flügeln. Das sieht auch ehrlich gesagt ziemlich cool aus. Es ist ja quasi sowas wie sein Cape. Und so hätte ich mir das ehrlich gesagt auch gefallen lassen. So finde ich das auch gar nicht schlecht. Das sieht nicht schlecht aus. Aber auf der Rückseite haben wir es dann nochmal. Ja, es sind die Flügel, wenn sie ausgebreitet sind, dass sie halt um den Kragen rum sind. Das wird bei der New Eternia Figur dann anders sein. Ich denke mal, dass es bei Masterburst dann unter New Eternia laufen wird. Unterm Strich ist es eigentlich egal, aber wo drunter es laufen wird. Naja. Ja, wie gesagt, das hier also, das ist die Front. Schön gestaltet. Auf der anderen Seite hat man dann noch ein anderes schönes Bild drauf gemacht von Sunman in Action. Ja, so viel erstmal zum Mailer. Also auch da gibt Mattel sich wirklich Mühe. Das Ding kann sich sehen lassen. So. Und hier ist er. Das sieht doch mal richtig nice aus. So wie auf seiner Vintage-Karte. Wir haben das Ding in Deutschland ja nicht bekommen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bevor Mattel mit Sunman um die Ecke kam und das Ganze dann bei den Origins und natürlich auch Masterverse jetzt mit einfließen zu lassen, habe ich davon noch nie was gehört. Ist tatsächlich auch ein bisschen staubig hier. So. Und hier ist es. Moto Collectors Certificate of Authenticity. Boah Gott, und ich mein Englisch. Jedenfalls ein Echtheitszertifikat mit dabei. Und das ist doch mal wirklich cool. Das Ganze so richtig schön auf Hochglanzpapier gedruckt, beziehungsweise Pappe. Das Ganze glänzt hier auch schön. Moto Collectors und Rulers of the Sun. Dann haben wir hier noch die Unterschrift von der Frau, die das Ganze damals ins Leben gerufen hat. Wyla Eason.
Das ist die Frau, die Sunman für ihren Sohn kreiert hat. Also wirklich eine schöne Idee, ganz ehrlich. Das ist auch mal eine tolle Sache. So, das heißt also, wenn ihr dann mal euch Sunman zum Beispiel, also den Exklusiven über den zweiten Markt holt, dann könnt ihr da dann auf jeden Fall das Echtheitszertifikat mit verlangen. Und ja, aber man kann sich hier nicht vertun. Man kann jetzt hier nicht den nehmen und dann einfach hier reinpacken. Denn da gibt es signifikante Unterschiede. Und auf die gehen wir jetzt gleich mal ein. Also ihr seht wirklich, das ist schon sehr schön gemacht. Und das ist ähnlich gemacht hier wie, ich nehme es hier mal kurz mit dazu, wie die She-Ra. Also auch bei der, die ist jetzt hier im Case drin, die kann ich natürlich nicht rausnehmen. Aber auch die hat hier diesen Schuber. Das ist das gleiche System wie hier bei Sunman. Und dahinter ist dann quasi die Karte, natürlich auch ein Comic. Ja, sehr schön gemacht. So, die tun wir mal wieder beiseite. Und ja, hier nochmal Sunman quasi auf Karte. Werden wir gleich noch genügend sehen. Auch das werden wir gleich noch genügend sehen. Hier Sunman, was wir ja auch auf der Box haben. Diese Abbildung, also sehr schön mit übernommen. Packen wir das Ganze quasi mal aus. Also quasi, denn man kann ihn ja auch wieder verpacken. Upsa. So. Hier also seht ihr schon, das ist der Blister. Das Ganze lässt sich hier hinten einfach rausnehmen. Und dann habt ihr das hier entsprechend. Das dann ohne die Figur. Und wenn ihr das aufklappt, habt ihr einen Comic, der zum Vorschein kommt. Inwieweit jetzt dieser Comic hier mit irgendeinem, vielleicht Mini-Comic oder so zu tun hat, kann ich hier jetzt nicht bestätigen. Vielleicht kann das mal irgendjemand in die Kommentare schreiben, wenn er es weiß. Mein Wissen rund um Sunman ist leider nicht groß genug. Hier geht es quasi um die Entstehungsgeschichte von Sunman. Wir sehen hier die sogenannte First Sun, also die erste Sonne, die es überhaupt gegeben hat. Daraufhin ist das Sonnenvolk entstanden und durch scheinbar wohl den Vater von Prinz Sunny. Ich find das schon lustig. Prinz Sunny, ja. Ist wohl auch Pighead entstanden. Und die erste Sonne gibt dann quasi Prinz Sunny. ich finde es lustig. So quasi seine Kraft, die er von ihr bezieht, also quasi so wie Superman, ja, der die Kraft der Sonne dann durch seine Haut irgendwie absorbiert und sich damit auflädt. Aber Prinz Sunny kann sich auch in Sunman verwandeln. Power of the Sun, shine down on me, give me strength for all to see. Das klingt doch mal ziemlich cool. Also, die Macht der Sonne scheint auf mich herab. Gib mir all die Stärke, um alles zu sehen. Wenn ich das jetzt richtig übersetzt habe. Ja, Sunman möchte natürlich hier gegen Pighead vorgehen. Es gibt hier das erste Aufeinandertreffen zwischen den beiden. Ja, Sunman kann ihn natürlich besiegen, nachdem er quasi Pighead mit der Kraft der Sonne vertrieben hat, so möchte ich es mal sagen. Und letzten Endes macht er sich dann fliegend von dannen, wohl wissend, dass da draußen natürlich noch viele andere Bösewichte sind. Wir sehen hier Skeletor, wir sehen hier Hordak und das ist quasi dann auch die Brücke zu Masters of the Universe. Ein bisschen erinnert das Ganze
So weit entfernt würde ich sagen an Black Panther. Wobei natürlich diese ganze Verwandlungsgeschichte und so weiter natürlich da nicht vorkommt. Aber ja, finde ich einen wirklich schönen Comic. Ist natürlich alles sehr, sehr kurz gehalten. Das hier sehen wir auf der Rückseite. Das hier ist eigentlich das Cardback, was wir sehen. Hier ist natürlich die Front und mittendrin sehen wir hier auf der anderen Seite noch Pickett. Das Ganze ergibt dann ein schönes Ganzes, wenn man das ausbreitet und das finde ich sehr cool gemacht. So, vielleicht gibt es ja dann irgendwo irgendwie mal für euch die Möglichkeit, dann diesen kleinen Comic hier in deutscher Sprache euch irgendwo anzugucken, herunterzuladen oder so. Mal gucken. Vielleicht auch irgendwann noch Planet Eternia. Wer weiß. Jedenfalls haben wir hier das Exclusive. So. Wir haben hier einen Energieeffekt. Der wird auf das Schwert gesteckt. Dann haben wir noch Auswechselhände mit dabei, wie wir hier unten sehen. Natürlich das Schwert selbst. Ich finde das immer noch cool gemacht. Wir haben einen Wechselkopf mit dabei. Den werde ich jetzt mal für euch hier rausholen, weil das geht ja. Und den packen wir dann gleich mal auf den normalen Sunman. Und jetzt wagen wir einfach mal einen kleinen Vergleich. Bis auf eine Sache gleichen sich diese Figuren und zwar ist das hier dieser Metal-Effekt. Das ist echt geil gemacht. Wir haben ihn auf der Rüstung, an den Armschonern hier und selbst die Stiefel sind mit diesem Glanzlack überzogen. Und das ist schon echt cool und macht auch was her. Also gerade auch hier so die Sonne, dass das entsprechend glitzert. Und scheint, das ist schon wirklich super. Aber auch die Flügel sind ein bisschen anders. Es ist ein ganz klein bisschen anderes Material. Nicht viel, aber schon einen kleinen Unterschied. Und so sollte es auch sein. So, das hier ist der normale Kopf. Den hat auch das Exclusive mit drauf. Aber es gibt halt eben noch diesen Wechselkopf mit einem etwas, ja, ernster dreinblickenden Gesicht, wo die Zähne zu sehen sind. Also der Mund ist offen, er blickt ein bisschen entschlossener drein. Und das finde ich schon eine ganz coole Sache, dass man hier mehr mit dabei hat. Also der exklusive Sunman. Lohnt sich in jedem Fall. Ja, mehr gibt es an dieser Stelle so nicht wirklich zu erzählen. Ich finde, das ist ein ganz tolles Set zu dieser Figur. Ist natürlich auch gerade für Sammler eine richtig schöne Geschichte. Also das muss man schon sagen. Wem das allerdings natürlich zu teuer war, also sich auch, naja gut, $30 war bei Mattel Creations jetzt nicht wirklich teuer, das muss man sagen. Aber wer dann einfach sagt, das brauche ich jetzt nicht oder ich habe ihn nicht gekriegt und hätte ihn aber gerne, ja, der kann sich dann natürlich den normalen Sunman holen. Und der kostet im Laden zwischen 13 und 17 Euro, je nachdem, wo ihr ihn bekommt. Wenn ihr ihn zum Beispiel bei Rossmann bekommt, dann habt ihr auch noch die Möglichkeit, einen 10% Gutschein einzulösen. Also das lohnt sich schon. So, und wenn man ihn jetzt nicht wirklich komplett auspackt, sondern einfach nur mal so rausholen, vergleichen möchte, einfach angucken möchte, dann geht das auch ganz schnell wieder reinzupacken. Das Zertifikat, das tue ich mal wieder hier gleich mit hinten dran klemmen. Passt also auf, wenn ihr die Figur auspackt,
dass euch die Karte nicht auf den Boden fällt und irgendjemand drauf tritt oder so. Ja. So, das Ganze wird jetzt genauso wie die She-Ra in ein Sora-Case kommen. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, dass ihr euch einen ganz normalen, regulären Sunman holt und dann die Parts selber ansprüht. Beziehungsweise könnt ihr das natürlich auch tauschen, wie auch immer. Also das ist ja nicht so das wirkliche Problem. Also hier zum Beispiel so einen Glanzlack drüber zu machen, das dürfte nicht wirklich schwierig sein. Aber das wäre dann etwas eher für Customizer. Also ich finde die Figur super. Ein paar werde ich mir von diesen Figuren noch holen. Ob es wirklich alle werden, das habe ich ja schon gesagt. Das weiß ich noch nicht. Muss man einfach mal gucken. Ja, schreibt gerne eure Meinung zu dieser Figur in die Kommentare. Wir hören und lesen uns dann. Macht's gut. Ciao.